In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du die aktuelle Standardsprache deiner Website änderst und wie du weitere Sprachen hinzufügst und deine Website so für internationale Besucher attraktiver gestaltest. Wähle in der linken Menüleiste den Punkt Seiten aus und klicke am unteren Bildschirmrand auf Sprachen hinzufügen. Hier siehst du die aktuelle Standardsprache deiner Website, in unserem Fall also Deutsch. Um eine andere Sprache einzustellen, klicke auf Ändern. Wähle in der Übersicht die gewünschte Sprache direkt aus oder gib diese in das Suchfeld ein. Mit einem Klick auf das Plus änderst du die Standardsprache. Möchtest du neben deiner Standardsprache die Website in mehreren Sprachen anbieten, kannst du über den blauen Button weitere Sprachen hinzufügen. Du gelangst zu der bekannten Übersicht und kannst die gewünschten Sprachen mit einem Klick auf das Plus hinzufügen. Bestätige deine Auswahl mit einem Klick auf Fertig. Diese wird nun auf der Übersichtsseite angezeigt. Alle Seiten werden nun automatisch dupliziert und durch den Google Translator übersetzt. Möchtest du keine automatische Übersetzung durch Google, kannst du dies über den blauen Schieberegler deaktivieren und im Anschluss eine eigene Übersetzung hinzufügen. Beende deine Einstellungen mit dem Klick auf Speichern. Damit deine fremdsprachigen Besucher die Sprachauswahl auch finden, ist es wichtig, diese in die Navigation einzubinden. Nach der eben vorgenommenen Auswahl erscheint dies meist automatisch. Du kannst das Element nun beliebig positionieren und deinem Design anpassen. Mit einem Klick auf die Flagge gelangst du zu den Einstellungen. Klicke auf Design bearbeiten, um auszuwählen, wie die Sprachauswahl auf deiner Website dargestellt werden soll. Hast du Position und Design bestimmt, klicke auf den blauen Fertig-Button. Bitte beachte, dass durch die automatische Übersetzung Unstimmigkeiten auftreten können. Bitte schau daher noch einmal mit einem sorgsamen Auge über deine Texte. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass Textänderungen immer in allen Sprachen vorgenommen werden müssen, da diese nicht automatisch übernommen werden. Über die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand wechselst du zwischen deinen Website-Sprachen. Prüfe außerdem vor Veröffentlichung die Darstellung auf Tablet und Smartphone und passe das Design der Sprachauswahl entsprechend an.